Fabian Lehr entlarvt die miese Propaganda der Altparteien gegen die AfD. Der linksliberale Mainstream und solche Propagandamedien wie Korrektiv wollen uns ja gerne erzählen, dass mit der AfD ein neuer Faschismus drohen würde. Mal abgesehen davon, dass das eine absolut unzulässige Verharmlosung des Faschismus ist, ist das auch, wenn man sich die Eigenschaften der AfD anguckt, so weit von der Realität entfernt wie nur irgendwas. Die AfD ist eine völlig normale, nationalkonservative, neoliberale Partei, wie Fabian Lehr in seiner sehr guten Analyse hier gleich zeigen wird. Diese Analyse hat zwei Teile. Im ersten Teil, der ungefähr bis Minute 18 geht, da erklärt er, warum die AfD eben keine faschistische Partei ist, warum gar keine faschistische Partei entstehen könnte. Also selbst wenn in der AfD relevante Zahlen an Nazis wären, beziehungsweise wenn da in Spitzenpositionen Nazis säßen, warum selbst dann auf der AfD keine faschistische Partei werden könnte. Also warum das rein logisch unmöglich ist. Also hier liefert er eine wirklich gute materialistische Analyse. Und im zweiten Teil, da erklärt er, warum die AfD den Altparteien in einigen Teilen doch ähnlicher ist, als man zuerst denken mag. Wir schauen uns zuerst den ersten Teil an und da werde ich ein eigenes Video auf YouTube veröffentlichen und danach schauen wir uns den zweiten Teil an, wo ich auch nochmal ein Video machen werde, weil das hier für ein einziges Reaktionsvideo, glaube ich, ein bisschen lang ist. Los geht's. Oder wartet, es geht doch noch nicht los. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Fabian Lehr ein kommunistischer Blogger ist. Also er sieht die AfD sehr, sehr kritisch. Er steht selbst sehr, sehr weit links. Und er schießt an einigen Stellen in dieser Analyse auch ziemlich polemisch gegen die AfD. Aber er liefert trotzdem eine vernünftige materialistische Analyse und zeigt auch, dass die Altparteien und der linksliberale Mainstream eine wirklich üble Propagandakampagne gegen die AfD fahren. Aber gut. Eigentlich erschreckend, dass man von einem kleinen kommunistischen Blogger neutralere und vernünftigere Analysen kriegt, als all das, was man in den Mainstream-Medien so lesen und zum Thema. Ich habe vor ein paar Monaten schon dargelegt. Und dieses, was ihr da im Hintergrund hört, das ist leider das Rauschen von einem Sturm. Also Fabian Lehr hat das Video zu einer Zeit aufgenommen, wo es gestürmt hat. Das ist jetzt ja nicht so gut, aber geht halt jetzt nicht anders. Ich finde die Analyse trotzdem so hörenswert, dass wir sie uns anhören werden. Ganz egal, ob es da ein bisschen stürmt oder nicht. So, ich würde sagen, jetzt habe ich wirklich lang genug drumherum geredet. Film ab. Dass ich glaube, die allgemeine Befürchtung in Teilen der Linken, die AfD sei die neue NSDAP und ein Wahlsieg, eine Regierungsbildung der AfD werde zur Wiederkehr des Dritten Reiches führen, sei eine falsche, eine unbegründete Angst, die zu einer falschen politischen Strategie führt. Ich glaube auch, dass ungeachtet der Enthüllungen der letzten Wochen des AfD-Leaks über das Geheimtreffen, bei dem über Massendeportationen, über die massenhafte Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft diskutiert wurde, daran nichts Grundlegendes geändert hat. Meine Hauptargumentation damals, die ich auch nach wie vor vertrete, ist die, dass eine Wiederkehr des Faschismus im Stil der 30er, 40er Jahre heute in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland kaum noch denkbar ist, weil einerseits die soziale Grundlage, andererseits der Feind des Faschismus fehlt. Das muss ich jetzt kurz erklären. Einmal die soziale Grundlage. Der Faschismus ist nach marxistischer Auffassung eine Massenbewegung des radikalisierten Kleinbürgertums. Des radikalisierten Kleinbürgertums, das einer doppelten Gefahr begegnen will. Einerseits ein Kleinbürgertum, das sich bedroht fühlt von der überlegenen Konkurrenz des rationalisierten, des effizienter wirtschaftenden internationalen Großkapitals, das zunehmend die traditionellen patriarchalischen Kleinbetriebe zerstört. Andererseits Gegnerschaft gegen die sozialistische, die kommunistische Arbeiterinnenbewegung. Der Faschismus ist entstanden in der Zwischenkriegszeit als eine Gegenbewegung gegen das Aufkommen, gegen die Stärkung der sozialistischen Gewerkschaften, der sozialistischen Arbeiterinnenparteien unter dem Eindruck der Oktoberrevolution und der Novemberrevolution in Deutschland. Die Schichten, die historisch den klassischen Faschismus der 20er bis 40er Jahre stützten, die die Masse der Anhängerschaft Mussolinis, Frankos und dann vor allem auch der NSDAP in Deutschland gestellt haben, waren beispielsweise selbstständige, kleine und mittlere grundbesitzende Bauern. Es waren selbstständige Handwerksmeister mit einer Handwerkswerkstatt. Es waren selbstständige Ladenbesitzer und es waren weit überdurchschnittlich Freiberufler, akademische Intellektuelle und gehobene Beamte.
von diesen kleinbürgerlichen Zwischenschichten ist heute nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Diese kleinbürgerlichen Zwischenschichten, die insbesondere durch das damals noch extrem große Bauerntum etwa die Hälfte der Bevölkerung noch ausgemacht haben, machen heute vielleicht 5-10% der Bevölkerung eines hochentwickelten Industriestaates wie Deutschland aus. Warum glaubt die klassische marxistische Theorie, dass Faschismus... Also, habt ihr gerade zugehört? Es gibt heute keine relevante, also keine große Schicht an Kleinbürgern mehr, wie es damals in der Weimarer Republik noch der Fall war. Kleinbürger, die haben einerseits ein Interesse, nicht von einer aufkommenden Arbeiterbewegung bzw. von einer kommunistischen Partei enteignet zu werden. Sie wollen andererseits vom Großkapital geschützt werden. Und ja, das geht halt nur von einer starken nationalen Regierung, die sie, wie gesagt, erstmal vom Großkapital schützt und zum anderen die kommunistische Bewegung zerschlägt. Und wir hatten ja in den 20er Jahren eine Situation mit einem immer stärker werdenden Großkapital und mit einer immer stärker werdenden kommunistischen Bewegung. Und ja, aus Angst vor den Kommunisten haben sich ja auch am Ende große Teile des Großkapitals auf die Seite der Faschisten geschlagen, was überhaupt erst zu deren Machtergreifung in Deutschland geführt hat. Klassischer Faschismus kaum möglich ist, ohne Trägerschaft durch diese Zwischenschichten. Weil diese Schichten am stärksten ein Klasseninteresse an der Etablierung einer faschistischen Diktatur haben. Eine faschistische Diktatur, die sich gegen zwei Richtungen wendet. Einerseits, wie schon gesagt, gegen die überlegene Konkurrenz des internationalen Großkapitals, das man typischerweise im Faschismus antisemitisch identifiziert mit dem internationalen Judentum oder teilweise auch dem Amerikanismus. Andererseits richtet es sich eben gegen den Aufstieg der Arbeiterinnenbewegung. Das Kleinbürgertum hat historisch nicht nur Angst davor, vom überlegenen internationalen Großkapital niederkonkurriert zu werden, es hat mindestens genauso starke und tendenziell stärkere Angst davor, dass die sozialistisch orientierte Arbeiterinnenbewegung und die revolutionäre Arbeiterinnenbewegung sie enteignen wird, um eine Planwirtschaft aufzubauen, um zum Sozialismus überzugehen. Es ist kein Wunder, dass, obwohl Ressentiments gegen das internationale Großkapital, gegen überlegene ausländische Konkurrenz schon lange vor dem Ersten Weltkrieg im Kleinbürgertum stark verbreitet war, der Faschismus sich erst nach 1917-18 entwickelt hat. Es ist kein Zufall, dass die ersten Ansätze von so etwas wie einer faschistischen Bewegung wir im Russland der Bürgerkriegszeit 1918-19 bei der Weißen Armee sehen, die eben in Reaktion der grundbesitzenden Schichten, der bürgerlichen Schichten, auf den Sieg des Bolschewismus, auf den Sieg der Oktoberrevolution entstanden ist. Und es ist kein Zufall, dass die ganzen modernen faschistischen Parteien und Bewegungen in Deutschland alle in der Endphase des Ersten Weltkriegs oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet werden, auf das Beispiel einerseits der Oktoberrevolution, andererseits der Novemberrevolution in Deutschland hin, die zwar eine von der Sozialdemokratie in reformistisch-sozialdemokratisches Fahrwasser geleitete Revolution war, von der Rechten, aber als Ausdruck der kommunistischen, der bolschewistischen Bedrohung aufgefasst wurde. Es ist kein Zufall, dass die NSDAP bzw. ihre Vorgängerorganisation unter Drexler, die dann bald von Hitler übernommen wurde, unmittelbar in der Endphase des Ersten Weltkriegs, kurz nach dem Ersten Weltkrieg in München gegründet wurde und sich in allererster Linie eben gegen die Gefahr des Kommunismus, gegen die Gefahr des Bolschewismus, der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung gerichtet hat. Die Frage ist jetzt, wer sollte heute bei einer wirklich faschistischen Massenbewegung eigentlich der Feind sein, gegen den die Militanz dieser faschistischen Bewegung sich richtet? Wenn wir uns heute die AfD und die anderen rechtspopulistischen Großparteien in Europa anschauen, die FPÖ in Österreich, den Front National bzw. jetzt Rassemblement National in Frankreich, die ganzen großen rechtspopulistischen Bewegungen in Ostmitteleuropa, dann stellt sich doch die Frage, was können diese Parteien von ihrem Programm eigentlich im Rahmen der parlamentarischen Demokratie nicht verwirklichen? Wer soll der revolutionäre Feind sein, dem sie sich gegenüberstellen? Einerseits ist es so, dass die Klassenbasis dieser Parteien eine grundlegend andere ist als die der klassischen faschistischen Parteien. Auch in den heutigen rechtspopulistischen Parteien wie AfD und FPÖ sind Kleinbürger zwar statistisch überrepräsentiert im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung, sie stellen aber heute eine Minderheit dieser Parteimitgliedschaft. Die Masse der heutigen Rechtspopulisten... Nicht nur Mitgliedschaften, vor allem der Wähler.
Also wenn du jetzt als AfD offen sagen würdest, wie das Markus Krall sagt, wir nehmen allen Leuten, die Subventionen erhalten, die irgendwie Leistungen erhalten, nehmen wir jetzt mal das Wahlrecht weg. Also sowas extrem Antidemokratisches forderst. Dann laufen dir zuhauf die Wähler weg. Also dann würdest du auch einen Großteil der Kleinbürger verprellen. Ich meine, Bauern werden dann beispielsweise alle nicht mehr wahlberechtigt, weil sie Subventionen erhalten. Also um mal so einen ganz radikal rechten oder radikal libertären, nennt es wie ihr wollt, Vorschlag zu nennen, der wirklich an die Substanz unserer Demokratie geht. Also wenn die AfD so etwas fordern würde, dann wäre sie auch bei ihrer Wählerschaft erledigt. Deswegen kann die AfD in so einer Radikalität, wie es faschistische Bewegungen in der Vergangenheit gemacht haben, gar nicht Forderungen aufstellen. Mal abgesehen davon, dass die AfD eben keine faschistische Partei ist. Und selbst wenn sie es sein wollte, dann könnte sie aufgrund der mangelnden Klassenbasis, aufgrund des mangelnden Feindes überhaupt nicht begründen, warum sie faschistische Politik machen sollte. Also dann, ja, wie gesagt, da fehlt einfach alles für, damit es zu einer faschistischen Herrschaft kommen könnte, selbst wenn es in der AfD einen relevanten Anteil faschistischer Mitglieder gäbe. Parteien, wie aller modernen Großparteien, speist sich zwangsläufig aus Menschen, die im weitesten Sinne der Arbeiterinnenklasse angehören. Menschen, die dadurch, dass sie eine rechtspopulistische Partei unterstützen, zwar gegen ihr eigenes Klasseninteresse handeln, die aber auch kein Interesse daran haben, sämtliche Organe der Arbeiterinnenbewegung militant zu zerschlagen. Die Masse der Mitgliedschaft der AfD, der FPÖ und so weiter hat kein Klasseninteresse daran, dass es keine Gewerkschaften mehr gibt, hat kein Klasseninteresse daran, dass es keinen Parlamentarismus mehr gibt, hat kein Klasseninteresse daran, dass es keine Arbeitsschutzgesetze mehr gibt. Die AfD, die FPÖ und so weiter werden im Gegenteil von gar nicht wenigen Arbeiterinnen gewählt, weil sie glauben, das sei eine Partei der kleinen Leute bzw. der Arbeiter, weil sie frustriert, verbittert und enttäuscht sind über den Zerfall der Sozialdemokratie, der klassischen Arbeiterinnenbewegung, die sie für elitär, abgehoben und degeneriert ansehen und glauben, die AfD oder die FPÖ sei jetzt endlich eine neue Partei der kleinen Leute, die ihre ökonomischen, ihre sozialen Interessen vertritt. Das war absolut. Also ein Großteil der AfD-Wähler, der ist einfach nur, ja, der ist nicht so stramm neoliberal, wie es das Programm der Partei hergibt. Also warum ist die AfD gerade in den Bundesländern besonders? Sozialpatriotischen Flügel eher am Ruder ist. Warum ist sie in den Bundesländern eher schwächer, wo dieser neoliberale Flügel, also ehemaliger Meutenflügel, ich meine, Meuten ist ja jetzt raus, aber seine ganzen Getreuen, die Finanzmärkte deregulieren wollen, die Steuern für die Reichen senken wollen, die unsere Sozialversicherung angreifen wollen, die sind ja immer noch da. Also zumindest zu einem gewissen Teil. Oder die jede kleine soziale Verbesserung für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gleich ein Sozialismus geißeln. Also solche Leute gibt es in der AfD ja noch zuhauf. Und in den Ländern, in denen die AfD eben nicht so neoliberal ist oder sich zumindest nicht so neoliberal gibt, in den Ländern ist sie besonders stark. Das spricht eindeutig für Fabian Lehrs These hier, dass die Anhängerschaft der AfD vor allem aus Arbeitern besteht. Völlig anders beim historischen Faschismus. Der historische Faschismus hat zwar in der Phase, in der er groß geworden ist, in der er zur Massenbewegung geworden ist, es natürlich geschafft, auch eine kleine Minderheit von klassischen Arbeiterinnen anzusprechen. Natürlich gab es in der NSDAP von 1931, 32 auch zigtausende Arbeiterinnen. Aber sie waren immer bei weitem minoritär, sie waren immer weit unterrepräsentiert in ihrem Verhältnis zur Bevölkerung. Der klassische Faschismus war eine Bewegung des Kleinbürgertums, das ein echtes Klasseninteresse daran hatte, die Gewerkschaften zu zertrümmern, die Lohnkosten zu drücken und die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats zu verschlechtern, weil der Faschismus eben eine Bewegung der Ausbeuterinnen war. Es war keine Bewegung von frustrierten und erbitterten Ausgebeuteten, die aus Zynismus und Erbitterung von der Sozialdemokratie abgewandert wären zum Faschismus. Es war eine Bewegung der Unterdrücker und der Ausbeuter. Das sieht man zum sehr schön im sehr empfehlenswerten Film 1900, wo eben gezeigt wird, wie der Faschismus in einem kleinen italienischen Dorf in der Zwischenkriegszeit entsteht, als eine Bewegung der großgrundbesitzenden Bauern, die sich faschistisch organisieren, um die Aufstände der ländlichen Bevölkerung, der Landarbeiterinnen niederzuschlagen, nach dem Ersten Weltkrieg wieder für Zucht und Ordnung im Sinne von ihnen, im Sinne der herrschenden Klasse durchzusetzen. Eine heutige rechtspopulistische Partei kann also nicht wirklich danach streben, dass sie, wie es der historische Faschismus getan hat,
die Organe der Arbeiterinnenbewegung, alle sozialen Errungenschaften der Arbeiterin einfach von SA-Horden auseinanderschlagen lässt, die gesamte Arbeiterinnenbewegung ins KZ checkt, wie es die NSDAP 1933 getan hat, weil ihre Basis daran kein Klasseninteresse hat. Eine heutige rechtspopulistische Bewegung, die die Regierung bilden würde, die an die Macht gelangen würde, würde viel stärker ein Interesse daran haben, die klassischen Organe der Arbeiterinnenbewegung, wie die Gewerkschaften, wie in Österreich die Arbeiterkammer und so weiter, zu korrumpieren und in ihr System einzubinden, auf ihre Seite rüberzuziehen. Da habt ihr es gehört. Uns drohen keine KZs, uns droht kein faschistischer Unrechtsstaat, uns droht nicht, dass politische Gegner abgeschoben oder ermordet werden. Maximal droht, ist vielleicht jetzt so Level Viktor Orban. Also, dass der Staat halt Thinktanks, die eine konservative Richtung haben, fördert, dass er versucht, Institutionen zu unterwandern, dass er sprich genau das Gleiche macht, was die Grünen und die SPD und die FDP gerade als Ampelkoalition machen. Ich meine, die fördern ja auch transatlantische Thinktanks, woke Thinktanks oder setzen den Verfassungsschutz auf politische Gegner an. Also in viel höherer Intensität wird uns das in der AfD auch nicht widerfahren. Das ist jetzt kein Argument für die AfD. Das ist jetzt ein Argument gegen diese Altparteienkorruption, die wir gerade in Deutschland haben. Da brauchen wir meiner Meinung nach eben eine frische, neue Partei, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht. Nach Fabian Lehrs Meinung, ich hatte es ja am Anfang gesagt, er ist Kommunist, bräuchten wir wahrscheinlich eine kommunistische Arbeiterbewegung, aber die sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Kommunist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es eine FPÖ-Alleinregierung in Österreich gäbe, selbst wenn es eine AfD-Alleinregierung in Deutschland gäbe, das nicht dazu führen würde, dass neue SA-Trupps die Gewerkschaftshäuser stürmen, alle Gewerkschafter ins KZ schicken. Man würde viel eher ein Szenario haben, wo diese rechtsradikale Regierung versucht, Gewerkschaften, Arbeiterkammer und so weiter zu korrumpieren, auf ihre Seite zu ziehen und das systemstabilisierende Element im Sinne einer nach rechts gedrehten Sozialpartnerschaft zu integrieren. Das andere ist, dass es den mächtigen historischen Feind, gegen den der klassische Faschismus sich überhaupt konstituiert hat, in der Form überhaupt nicht mehr gibt. Wer soll denn heute die Entsprechung zu den Bolschewiki, wer soll denn die Entsprechung zur sich noch als revolutionär gebärdenden Sozialdemokratie von 1918 sein, auch wenn sie danach ihr Programm weitgehend verraten hat? Es gibt ja heute keine massenhafte, riesige, militante sozialistische Linke, gegen die die Rechte sich militarisieren und eine Diktatur aufrichten müsste. Wenn die AfD heute in Deutschland in die Regierung gelangen würde, und das wird sie höchstwahrscheinlich, ich habe an mehreren Stellen dargelegt, dass ich ziemlich sicher bin, dass die AfD sehr bald in die ersten Landesregierungen einziehen wird, dass es höchstwahrscheinlich sehr bald in den nächsten 1 bis 5 Jahren eine Bundesregierung geben wird, in der die CDU mit der AfD koaliert, wir einen AfD-Vizekanzler sehen werden. Wenn die AfD in die Regierung gelangt, dann wird es dagegen ja keinen revolutionären Aufstand, keinen Bürgerkrieg einer militanten sozialistischen Arbeiterinnenbewegung geben, weil es diese militante sozialistische Arbeiterinnenbewegung überhaupt nicht mehr gibt. Also ihr merkt, ich nicke die ganze Zeit, Fabian Lehr hat absolut recht. Also der Faschismus ist historisch als Antikommunismus entstanden. Das war der Kern des Faschismus, dass man halt plötzlich diese neue Arbeiterbewegung hatte, die man wegräumen musste. Wo das Kapital, vor allem das Kleinbürgertum, einen Feind hatte, der weg musste. Und dazu musste man eben, also musste man nicht, aber man hat das dann gemacht, dass man demokratische Standards aufgerichtet hat und quasi eine Diktatur des Kapitals eingeführt hat. Ich meine, die ersten, die unter den Nazis ins KZ kamen, die ersten, die verboten wurden, schon vor der Machtergreifung der NSDAP, also nicht vor der Machtergreifung, aber vor dem, warte, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, vor dem Gesetz zur Behebung von Not im Volk, also ja, vor dem Ermächtigungsgesetz, die damals schon verboten wurden. Das war die KPD. Also die ersten, die wirklich ins KZ kamen, das waren die Kommunisten. Also das sieht man in Deutschland wirklich sehr, sehr schön. Also etwas Ähnliches kann man auch in Italien beobachten. Fabian Lehr hat ja auch gesagt, erste Regierung, wo man so Ansätze des Faschismus schon sah, war die Gegenregierung in Russland, die sich nach der Oktoberrevolution gebildet hatte. Das waren die Weißen, die in jede Stadt, die sie erobert hatten, furchtbaren weißen Terror anrichteten und vor allem alle Kommunisten erstmal umbrachten. Geschriebene Geschichte schreibt gerade die Art und Weise,
wie Fabian leer redet, ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja, aber wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, dann kannst du seinen Podcast wirklich gut hören. Den empfehle ich auch gleich nochmal. Das ist wirklich ein guter Kanal. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass die SPD, dass der DGB, dass irgendeine Massenorganisation der deutschen Arbeiterinnenbewegung einen revolutionären Kampf, einen Bürgerkrieg gegen die AfD entfesseln würde? Das haben die Massenorgane der deutschen Arbeiterinnenbewegung nicht einmal 1933 gegen die NSDAP gemacht und damit eigentlich bewiesen, dass die Ängste der radikalen Rechten vor der Macht und Entschlossenheit der radikalen Linken übertrieben waren, damals schon, erst recht heute. Der AfD, dem Rechtspopulismus in Europa überhaupt, wird überhaupt kein militanter Widerstand entgegengesetzt, gegen den sich eine militante Faschisierung bilden müsste. Die AfD kann problemlos heute in die Landtage, in den Bundestag einziehen. Sie kann problemlos in die Landesregierung, in die Bundesregierung einziehen, ohne dass irgendjemand ihr dabei groß Widerstand leisten würde. Die AfD kann im Rahmen der parlamentarischen Demokratie quasi ihr gesamtes Programm umsetzen, ohne dabei irgendwo auf eine unüberwindliche Barriere zu stoßen. Und deswegen frage ich mich halt, wenn die AfD jetzt in der Bundesregierung sitzt, was sie bald tun wird, höchstwahrscheinlich, gegen wen soll sie denn eine hypothetische neue SA eigentlich ausschicken? Es gibt keine Entsprechung zur KPD, die in der Zwischenkriegszeit eine Massenbewegung war, vor der sich die der Kleinbürger in Deutschland wirklich vor Angst in die Hosen geschissen haben. Es gibt keine militante, zig Millionen Menschen auf die Straße bringende Gewerkschaftsbewegung mehr. Es gibt keine Sozialdemokratie mehr, die sich auch nur rhetorisch als sozialistisch, als revolutionär bezeichnet, den Sozialismus anstrebt, wie es die Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit noch gemacht hat, die einer rechtspopulistischen Bewegung irgendeinen grundlegenden Widerstand leisten würde. Die klassischen faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit haben sich ja nicht militarisiert, haben keine SA gebildet, haben keine Schwarzhelm-Terrorgruppen gebildet, einfach als ein abstraktes, im luftleeren Raum stattfindendes Rollenspiel, weil sie halt Uniformen und Gummiknüppel irgendwie cool und erotisierend gefunden hätten. Das war auch eine Komponente. Aber das war nicht der Grund, warum sich die SA gebildet hat. Der Grund, warum der... Was Fabian Lehr hier gerade anspielt, sind diese absurden idealistischen Weltbilder, wo man dann einfach sagt, Faschisten sind Faschisten, weil sie gerne Faschisten sein wollen. Die könnten sich morgen früh einfach umentscheiden. Völlig die sozioökonomische Komponente ignoriert und die Bedingungen, unter denen sich faschistische Gruppen bilden. Und so halt versucht völlig die Realität auszublenden. Und Fabian Lehr, der versucht uns hier halt eine vernünftige materialistische Analyse zu geben. Also falls ihr den Seitenhieb hier gerade nicht verstanden habt. Klassischer Faschismus der Zwischenkriegszeit militante, bewaffnete Massenbewegung gebildet hat und nach ihrer Regierungsbildung sofort zur Anwendung von massivem Terror übergegangen ist, ist der, dass sie einen realen, einen mächtigen, einen entschlossenen Feind hatten in Form der revolutionären Arbeiterinnenbewegung und insbesondere der kommunistischen Partei, die eben in der Zwischenkriegszeit eine Massenbewegung mit Millionen Wählerinnen mit zigtausenden Mitgliedern war. Die extreme Rechte, das Kleinbürgertum, überhaupt die Bourgeoisie in Deutschland der Zwischenkriegszeit haben allgemein damit gerechnet, dass eine rechtsradikale Machtübernahme zu einem Bürgerkrieg zwischen der extremen Rechten und den Kommunisten führt. Man hat tatsächlich angenommen, dass die kommunistische Partei, dass die KPD ein Todfeind, ein gefährlicher Todfeind der radikalen Rechten wäre, den man sofort niederschlagen muss, um an der Regierung bleiben zu können, bevor sich ein Bürgerkrieg wie in Spanien beispielsweise entwickelt. Aber das ist ja ein Szenario, das es heute in Deutschland überhaupt nicht gibt. Es gibt ja im heutigen Deutschland, es gibt im gesamten heutigen Westeuropa keine riesige kommunistische Bewegung, die die Rechten das Fürchten lehren würde, gegen die man eine SA bräuchte. Eine Regierungsbildung der AfD wird von niemandem ernsthaft angefacht werden. Es wird natürlich zivilgesellschaftliche, liberal, linksliberale Demonstrationen dagegen geben, aber niemand wird ernsthaft dagegen kämpfen. Die AfD wird unangefochten im Rahmen des Grundgesetzes, im Rahmen der heutigen bundesrepublikanischen Staatsordnung regieren können, ohne dabei irgendeinem gefährlichen Feind gegenüberzustehen. Die AfD, die SPD, die Grünen, möglicherweise der linksliberale Flügel der FDP werden etwas maulen und etwas schmollen, wenn die AfD in die Regierung kommt. Und 5 Jahre später werden sie auch bereit sein, mit ihr zu koalieren, wie es die Sozialdemokratie. Das hat er sehr schön gesagt. Also das könnte auch, ich weiß ja nicht, ich mache ja hier keine Clips von anderen linken Kanälen, aber das könnte man sehr gut klippen. Also die FDP, die werden maulen und schmollen und 5 Jahre später auch mit der AfD koalieren. Genau so wird es laufen.
Sozialdemokratie in Österreich auch längst mit der FPÖ ist. Was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, immer durch die AfD-Leaks, durch das Aufdecken dieses Geheimtreffens mit den Massendeportationsplänen, ist die banale Tatsache, dass die AfD eine Partei ist, in deren Reihen es massenhaft Faschisten gibt. Das ist etwas, was ich auch immer festgestellt habe. Die AfD ist natürlich ein parlamentarisches Sammelbecken für die bisher zerstreute extreme Rechte in Deutschland, überhaupt keine Berührungsängste mit offenen Faschisten hat und sie in ihren Reihen willkommen heißt, solange sie die Partei stärken. Die AfD hat kein Problem, einige Faschisten in ihren Reihen zu dulden, aber sie ist in Gänze keine faschistische Partei. Das heißt, selbst wenn man da jetzt einzelne Leute finden, die den Rechtsstaat abschaffen wollen, die jetzt einfach Millionen Deutschen ihre Staatsbürgerschaft wegnehmen wollen und die abschieben wollen. Also selbst wenn man da einzelne Leute finden sollte. So ist das erstmal nicht die Mehrheit der AfD-Mitglieder und erst recht nicht die Mehrheit der AfD-Wähler. Und es wird sich auch niemals durchsetzen. Also wer glaubt ernsthaft, dass eine schwarz-blaue Koalition hier morgen früh Friedrich Merz zu einem Führer ernennen würde? Das wird keiner machen. Also das ist völlig absurde Hetze der Mainstream-Medien, eine völlig absurde Hetze der Altparteien, das ist eine völlig absurde Hetze von all diesen Links, liberalen Propagandamedien, von diesen Woken-Propagandamedien, also so einem Unsinn wie Korrektiv, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Das haben wir hier gerade von Fabian Lehr lang und breit erklärt bekommen. Die AfD ist keine faschistische Partei, mit ihr droht kein Faschismus. Und auch so wäre die Herausbildung eines neuen Faschismus in Deutschland, die ist gut wie ausgeschlossen, weil der Faschismus in Deutschland gar keine Klassenbasis hatte. Also ihr habt es gerade gehört, 80-90% der deutschen Bevölkerung gehören zur Arbeiterschaft. 5-10% sind vielleicht Kleinbürgertum. Also es gibt niemanden, der dem Faschismus irgendeinen Rückhalt geben würde. Also in der Weimarer Republik, da hatte man nur 50% der Bevölkerung, die als eventuelle Klassenbasis des Faschismus in Frage kam. So etwas gibt es heute nicht mehr. Das heißt, eine faschistische Bewegung in Deutschland ist so gut wie ausgeschlossen. Das soll nicht heißen, dass andere extremistische Bewegungen nicht nach oben kommen können oder dass es auch andere Arten von Diktaturen, die nicht unbedingt faschistisch sind, geben kann. Also ist jetzt nicht nur auf die AfD bezogen, sondern auch auf die Altparteien. Also wir erleben ja eine immer weitergehende Aushöhlung der demokratischen Standards. Da muss man auf jeden Fall kritisch bleiben. Aber dieses Heraufbeschwören eines neuen Vierten Reichs, eines Hilfe, wenn die AfD an die Macht kommt, dann regieren hier die Nazis, das ist völliger Schwachsinn. Das ist Propaganda, die nichts mit der Realität zu tun hat. Fabian Lehr, ein kleiner kommunistischer Blogger, schafft, ich kann es nur so häufig betonen, wie ich es gerade immer sage, schafft es uns hier, einen realistischeren Überblick zu geben, als es die gesamte Mainstream-Presse hinbekommt. Und dafür vielen Dank an Fabian Lehr. Das war der erste Teil der Analyse. Wir werden gleich noch den zweiten hinterher schieben. Also ihr merkt, ich überspringe hier ein paar Minuten, die in der Mitte des Videos sind. Die sind jetzt nicht so relevant. Da redet er über Rechtsextreme in der AfD und dass er die nicht so gut findet, finden wir auch nicht. Aber für die Analyse ist das jetzt nicht so interessant. Hier geht es dann darum, warum die AfD den Altparteien in vielen Sachen doch gar nicht so unähnlich ist. Warum die AfD eher die Meloni machen wird. Also deswegen dranbleiben. Gleich kommt der zweite Teil unserer Analyse. Beziehungsweise wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann kommt morgen um 17 Uhr der zweite Teil dieser Analyse. Oder ihr guckt einfach auf Fabian Lehrs Kanal die gesamte Analyse. Das könnt ihr natürlich auch machen, wie es euch beliebt. Wir wollen uns jetzt anschauen, warum die AfD erstens den Altparteien gar nicht so unähnlich ist und warum sie zweitens eine Politik machen könnte, die der rechten Regierung in Italien gar nicht so unähnlich sein dürfte. Also weiter stramm auf Westkurs bleiben, weiter die Militarisierung mitmachen, noch schlimmere Sozialgesetze gegen Arme und Arbeitslose beschließen, die Renten kürzen, Steuern für Reiche senken, also all das, was wir von den Altparteien schon kennen und gleichzeitig nichts gegen die Migration tun, da das deutsche Kapital billige Arbeitskräfte aus aller Welt für seinen Erfolg braucht, um die Löhne zu drücken. Also so jedenfalls die Meinung von Fabian Lehr. Also, dass die AfD ganz im Gegenteil nicht so, wie uns in den Mainstream-Medien erklärt, ist eine faschistische Partei sei, die jetzt Millionen Leute abschieben wolle oder dieser ganze Quatsch, sondern dass sie einfach eine ganz normale neoliberale Partei ist oder sagen wir eine rechtsliberale Partei, nennt es wie ihr wollt, die Politik im Interesse des Kapitals macht. 80-90% des Programms der AfD werden heute sowieso schon von der Ampel umgesetzt und werden in noch härterer Form von der CDU gefordert. Es gibt überhaupt keine Barriere, warum die AfD ihr Programm nicht, ich sage in Anführungszeichen, friedlich im Rahmen der bundesrepublikanischen Ordnung umsetzen könnte.
dazu kommt, dass die AfD entgegen ihrer Selbststilisierung als einer rebellischen, als einer Widerstands-, als einer Protestpartei ja in Wirklichkeit die servilste, Milliardärs-, die kriecherischste Oligarchen-Dienerpartei der deutschen Parteienlandschaft ist. Das wirtschafts- und sozialpolitische Programm der AfD ist ein radikaler Neoliberalismus, der den der FDP noch übertrifft. Die AfD wird heute schon von nennenswerten Teilen des deutschen Großkapitals massiv unterstützt. Die AfD wird, wenn sie in die Regierung gelangt, zusammen mit CDU und möglicherweise FDP an den Fußsohlen der deutschen Oligarchie kleben, natürlich deren Klasseninteresse mit aller Militanz durchsetzen. Das Klasseninteresse des deutschen Großkapitals besteht momentan aber überhaupt nicht in einer Wiederholung des Dritten Reiches in seiner konkreten Politik. Ich bin mir deswegen auch ziemlich sicher, es wird, wenn die AfD in die Regierung gelangt, nicht nur keine massenhaften Deportationen von arbeitsfähigen, eingebürgerten Deutschen geben, es wird höchstwahrscheinlich nicht einmal einen Zuwanderungsstopp geben. Als die Nazis in den 30er Jahren an die Macht gelangt sind, haben sie das, wie man zum Beispiel in Franz Neumanns Behemoth sehr schön nachlesen kann, oder in den frühen Schriften von Agnoli. Die Nazis haben das getan auf einer Welle, in der das deutsche Großkapital ein starkes Interesse an der Faschisierung, an der Militarisierung und an einem großen Revanchekrieg hatte. Das deutsche Großkapital der Zwischenkriegszeit war durch den verlorenen Ersten Weltkrieg, durch den Verlust der Kolonien und dann die einsetzende Weltwirtschaftskrise weitgehend abgeschnitten vom Weltmarkt, als der Weltmarkt sich aufgeteilt hat in verschiedene hermetisch voneinander abgetrennte Schutzzollblöcke. Und Deutschland hatte eben einerseits durch den Verlust des Kapitals, das im Ausland investierte nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, andererseits durch den Verlust der Kolonien keinen riesigen Binnenmarkt mehr, um diesen Verlust der Exportmärkte auszugleichen. Das deutsche Großkapital hat ein massives Interesse daran, dass Deutschland sich extrem militarisiert, hochrüstet und durch einen großen Eroberungskrieg diese Schutzzollschranken niederreißt, sich den riesigen Binnenmarkt erkämpft, den man durch den Ersten Weltkrieg, die Kolonien und so weiter verloren hatte. Also ich hoffe, ihr habt gerade alle zugehört. Fabian Lehr hat eben gerade noch mal kurz die NSDAP besprochen und sie jetzt nicht mit der AfD verglichen, sondern nur versucht, hier Differenzen herauszustellen. Die NSDAP ist in einer völlig anderen historischen Situation auch an die Macht gekommen. In einer Situation, wo im große Teil des deutschen Großkapitals ein sehr starkes Interesse an einem Eroberungskrieg in Osteuropa hatten, um sich den Binnenmarkt halt zu erobern, den man im Ersten Weltkrieg eben teilweise verloren hatte. Und bei der AfD, da würde sich so eine historische Situation natürlich nicht wiederholen. Also wir haben ja heute den riesigen europäischen Binnenmarkt dank den EU-Verträgen, die ja die vier Grundfreiheiten, also Freiheit des Kapitalverkehrs, des Dienstleistungsverkehrs, des Verkehrs von Arbeitskräften und so weiter vorsehen. Also die und des Verkehrs von Waren natürlich, also diese vier Grundfreiheiten. Das haben wir ja heute alles schon vertraglich zugesichert und auch das will die AfD auf keinen Fall abschaffen. Also selbst wenn da jetzt einige Töne kommen wie, wir machen ein Referendum zum Austritt aus der EU, lasst euch nicht täuschen. Also selbst wenn die AfD dieses Referendum veranstaltet, dann wird sie hinter mit der EU einen Vertrag abschließen, der auf den Status wie von der Schweiz und Norwegen hinausläuft. Also weitere Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt, weiterer neoliberaler Wettbewerb, Race to the Bottom, weitere millionenfache Migration nach Deutschland, vor allem von osteuropäischen Arbeitskräften. Die Situation des deutschen Kapitals heute ist eine komplett andere. Das heutige deutsche Kapital ist ein extrem exportorientiertes Kapital, das auch von keiner in Schutzzollblöcke aufgetrennten, von keiner protektionistischen Mauer von den Weltmärkten getrennter Akteur ist. Das deutsche Kapital macht einen viel größeren Teil seines Umsatzes durch Export als durch den Binnenmarkt. Das ist auch einer der Gründe, warum in Deutschland das Lohnniveau so beschissen ist und in den letzten Jahren, insbesondere durch die Agenda 2010, erfolgreich abgesenkt werden konnte und dem deutschen Kapital einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Weil der Binnenmarkt und damit die Kaufkraft der Menschen in Deutschland selbst für den Erfolg des deutschen Kapitals gar nicht so ausschlaggebend sind. Das Ausschlaggebende für das deutsche Kapital ist, dass man in Deutschland relativ billig mit relativ niedrigen Löhnen und Arbeitsschutzbedingungen produzieren und den Weltmarkt überschwemmen kann mit deutschen Exporten.
Das deutsche Kapital hat also ein großes Interesse daran, ständig innerhalb Deutschlands eine große Masse von Billigarbeiterinnen zur Verfügung zu haben. Billigarbeiterinnen, die man eben in erster Linie durch Migration gewinnt. Das deutsche Kapital leidet zurzeit unter einem eklatanten Arbeitskräftemangel. Es gibt nichts, was weniger im Interesse des deutschen Kapitals wäre, als durch massenhafte Bürgerrechtsentziehung, durch massenhafte Abschiebung von eingebürgerten Deutschen, die deutsche Bevölkerung um 20% zu senken, das Arbeitskräftereservoir um 20-30% zu senken und die weitere Zuwanderung zu unterbinden. Das deutsche Kapital wird bei einer AfD-Regierung flehentlich darum bitten, darauf insistieren, dass man weiterhin nicht nur dieses Arbeitskräftereservoir erhält, sondern im Gegenteil auch weitere Zuwanderung von billigen Arbeitskräften aus dem Ausland bekommt. Und das wird die AfD mit Sicherheit bewilligen. Das ist auch kein Grund. Hier habt ihr es gehört, diese komischen Planspiele von einzelnen Leuten wie Martin Sellner, oh, wir ziehen jetzt hier 14 Millionen Leute ab oder das ist ein paar weniger Millionen, ein paar mehr Millionen. Absoluter Quatsch. Also das wird nicht passieren. Man wird vielleicht einige hunderttausend Illegale mehr abschieben, als es jetzt die Ampel gemacht hätte. Aber in den demografischen Verhältnissen wird auch die AfD aller Voraussicht nach in Deutschland nichts Grundlegendes ändern. Grundlegender Bruch mit ihrem politischen Programm. Rechtsradikale, selbst offene Nazis und Faschisten haben ja kein Problem damit, dass Migrantinnen in Deutschland als ausgebeutete Billigarbeitssklaven leben. Rechtsradikale, Faschisten, AfDler haben ein Problem damit, dass Migrantinnen in Deutschland als gleichberechtigte Bürgerinnen leben, dass sie eine Bevölkerungsmehrheit darstellen können, dass sie politisch irgendwas mitzureden haben, dass ihre Belange, dass ihre Rechte politisch behandelt, politisch ernst genommen werden. Nazis haben kein Problem damit, dass sie eine ausgebeutete polnische Putzfrau bei sich haben. Sie haben kein Problem damit, dass sie ausgebeutete rumänische Billigarbeiter als Großbauern auf ihren Feldern haben. Sie haben kein Problem damit, dass bulgarische oder mazedonische Billigarbeiterinnen ihnen für einen Hungerlohn ihr Haus bauen. Das Ironische in der deutschen Bevölkerungsgeschichte ist ja, dass der mit Abstand höchsten Migrantinnenanteil in der deutschen Bevölkerung hat während des Dritten Reiches 1944. SN00Doc hat im Chat gerade einen interessanten Einwand gebracht, der von rechts sehr häufig kommt. Fachkräftemangel lässt sich doch eben, die keine Fachkräfte sind. Nun, es geht nicht um Fachkräftemangel. Es geht darum, Leute zu importieren, die dann durch Hartz IV, durch was auch immer, auf die dann Druck ausgeübt werden kann, dass sie jeden Job annehmen, die zu noch niedrigeren Löhnen bereit sind, von aus Sicht des deutschen Kapitals, auch ruhig schwarz, das ist den Kapitalisten dann relativ egal, die wirklich bereit sind, zu jeden Arbeitsbedingungen zu arbeiten und damit Druck vor allem auf die niedrigen Löhne ausüben. Also, dass dann die hohen Löhne nicht sonderlich fallen, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass das gesamte Lohnniveau gedrückt wird. Wichtig ist jetzt nicht, dass einzelne Löhne bei gut bezahlten Informatikern gedrückt werden. Wichtig ist, dass das gesamte Lohnniveau gedrückt wird. Und da ein sehr, sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung, ich glaube ungefähr ein Drittel oder so, arbeitet für einen Stundenlohn von unter 14 Euro. Also da ein sehr, sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung zu sehr, sehr niedrigen Löhnen arbeitet, bringt es eben aus Sicht des Kapitals besonders etwas, gerade bei diesen niedrigen Löhnen, besonders Druck auszuüben. Und selbst wenn nur, sagen wir, die Hälfte, zwei Drittel, drei Viertel der Migranten dann auch arbeiten gehen, ist völlig egal. Also ob der Anteil da jetzt etwas geringer ist als bei Deutschen, weil die nicht so gut Deutsch können, weil ist ja auch egal, warum. Aber selbst wenn der Anteil da geringer ist, üben diese Leute Druck aufs Lohnniveau aus. Und darum geht es. Es geht nur um Lohndumping. Und Migranten, die dann illegal hier sind, aber nicht abgeschoben werden, also die haben ja erst recht keine Rechte. Also die können sich ja gar nicht bei der Polizei melden und sagen, hallo, mein Arbeitgeber bezahlt mir den Mindestlohn nicht. Wenn sie das machen, dann werden sie abgeschoben. Das heißt, die, die sich illegal hier aufhalten und nicht abgeschoben werden, die sind erst recht bereit, zu wirklich allen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und genau darum geht es. Und genau in solche Richtung geht auch die Diskussion um eine Arbeitspflicht für Migranten. Also die Arbeitspflicht für Migranten, da sagt man jetzt, tja, wir bestrafen die faulen Ausländer, wir bringen die mal dazu, richtig zu arbeiten. Doch, ja, wozu führt das, wenn man Leute zu arbeiten zwingt, die sie eigentlich sonst nicht angenommen hätten, dass das Lohnniveau noch weiter gedrückt wird? Also es geht immer nur darum, das Lohnniveau zu drücken. Es geht darum, die deutschen Arbeiter noch schlechter zu stellen. Es geht darum, zusätzlich Konkurrenz zu importieren und diese Konkurrenzen so schlecht zu behandeln wie irgend möglich, um halt deutsche Arbeiter auch noch schlechter behandeln zu können und dann denen noch sagen zu können, seht ihr ja, die anderen behandeln wir doch schlechter, ihr habt doch einen relativen Vorteil. Darum geht es. Jetzt geherrscht.
Deutschland hatte 1943/44 durch die massenhafte Rekrutierung von Arbeitssklavinnen in Osteuropa, die in der deutschen Industrie eingesetzt wurden, einen höheren Migrantinnenanteil als heute. Was innerhalb der Reihen der NSDAP tatsächlich auch teilweise zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Aber die Linie war tatsächlich, dass man selbst nach einem Sieg im Krieg die massenhafte Verwendung von osteuropäischen Sklavenarbeiterinnen in Deutschland mindestens für einige Jahrzehnte verewigen wollte. Dass man daran gedacht hat, rechtlose, unterworfene, ausgebeutete osteuropäische Billigarbeiterinnen dauerhaft in riesigem Umfang der deutschen Industrie einzusetzen. Na, die historischen Nazis, wie die heutige AfD, wie der heutige Rechtspopulismus, sind eben in allererster Linie Büttel des Großkapitals, die deren Wünsche umsetzen werden. Wenn das Großkapital einen Arbeitskräftemangel hat, wird man es nicht dazu verdonnern, die Bevölkerung um 20% zu senken, aus ideologischen Gründen der Rassereinheit. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, die AfD wird nicht tatsächlich die Zuwanderung von Billigarbeitskräften unterbinden, wenn das deutsche Kapital gerade welche braucht. Es wird auch nicht 10, 20 Millionen Menschen abschieben und damit die deutsche Industrie zum kompletten Stillstand bringen. Man ist natürlich absolut fein damit, dass eine große Zahl von Migrantinnen in Deutschland leben, solange das rechtlose, unterworfene, niedergetretene Billigarbeiterinnen sind, die unter der Fuchtel deutscher Kapitalisten stehen und von der deutschen Polizei und der deutschen Regierung gefügig gehalten werden. Was die AfD tatsächlich anstrebt, ist durch die Drohung des Staatsbürgerschaftsentzugs, durch die Drohung der massenhaften Deportation, die Leute gefügig, ängstlich und kontrollierbar zu halten. Die AfD wird, glaube ich, keine fundamental andere Wirtschaftspolitik fahren, als es die CDU oder FDP tun. Die AfD stellt, das habe ich in mehreren früheren Beiträgen immer wieder betont, keinen grundsätzlichen Bruch mit dem System der BRD oder auch nur der bisherigen BRD-Parteienlandschaft dar. Die AfD ist eine Radikalisierung, eine Verschärfung, eine Vertiefung der Politik, die nicht nur CDU und FDP, sondern jetzt halt auch zunehmend die Ampel selbst gefahren haben. Die Ampelregierung selbst ist für Massenabschiebung. Die Ampelregierung selbst ist für das Hungern lassen von Arbeitslosen. Jetzt ist mir gerade das Mikro runtergefallen. Resultat des Sturms hier. Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. Die AfD ist kein grundlegender Bruch mit der BRD ihrer bisherigen politischen Verfasstheit. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, dass man sich keine Sorgen machen muss um die bevorstehende AfD-Regierung. Die bekommende AfD-Regierung auf Landesebene wie auf Bundesebene wird in jeder Hinsicht eine Verschlimmerung der bisherigen Situation darstellen. Die AfD wird mit Sicherheit noch weitaus mehr Menschen als die Ampelregierung abschieben, die nicht ökonomisch verwertbar sind. Man wird Massendeportationen durchführen an denjenigen, deren Arbeitskraft man gerade nicht gebrauchen kann. Die Ampelregierung wird wahrscheinlich eine noch brutalere neoliberale Sozialpolitik als die Ampel durchführen und es nicht nur bei der Drohung des Verhungernlassens von Arbeitslosen belassen, sondern wahrscheinlich selbst das dürftige Hartz-IV-Bürgergeld-Sozialhilfesystem weitgehend zertrümmern. Die AfD wird mit Sicherheit eine weitere Militarisierung der Festung Europa durchsetzen, wahrscheinlich dafür plädieren, dass man übergeht vom Ertrinkenlassen von Flüchtlingen zum massenhaften aktiven Erschießen von Flüchtlingen. Ja, symbolische Grausamkeiten, aber die Migration an sich, die wird weiterhin zugelassen und gefördert. Das sieht man ja sehr gut in Italien. Also da hat Meloni die Migration, auch die illegale, nicht gestoppt, sondern sie einfach weiterlaufen lassen. Mittlerweile hat Meloni ja sogar schon zugegeben, dass sie die Migration gar nicht stoppen kann, dass sie gedacht hat, sie könnte die Landesgrenzen schließen, aber nach der Wahl, da wissen sie jetzt, dass das alles nicht so einfach sei. Ja, wie schnell das alles geht, wenn die Parteispender mit einem da mal ein ernstes Wörtchen reden. Naja, also in Italien sieht man das meiner Meinung nach ziemlich gut. Also es wird zwar gepoltert von konservativen Kulturkampf und wir machen jetzt alles anders, wir lassen keine Flüchtlinge rein, bla bla bla, aber schlussendlich wird genau die gleiche Politik gemacht wie unter den Altparteien, selbst in Ungarn. Also einer der konservativen Regierungen, die ihre Wahlversprechen noch am ehesten umgesetzt hat. Selbst dort hat sich die Migration seit Orbáns Amtsantritt mehr als verdoppelt. So, selbst in Ungarn sind die Versprechen, also ist dieses Image von, die lassen keine Migranten mehr rein, nicht ganz richtig. Also selbst in dem Land, was noch am konservativsten regiert wird in der EU. An europäischen Außengrenzen. Die AfD wird mit Sicherheit
möchten die Steuern für die deutsche Oligarchie weiter massiv senken, die Steuern für deutsche Arbeiterinnen und Arme massiv weiter erhöhen. Die AfD wird sich alle möglichen Grausamkeiten und Gemeinheiten zur Niederhaltung von Gegen- und Subkulturen ausdenken. Die AfD wird alle möglichen gaga-reaktionären Kulturkampfgesetze durchführen. Die AfD wird Frauenrechte in einem massiven Maß beschneiden. Die AfD wird die Stellung aller möglichen reaktionären Organisationen stärken. Die AfD wird in der Regierung dafür sorgen, dass Polizei und Justiz, soweit es in ihrer Macht steht, noch nachsichtiger gegenüber der radikalen Rechten, der faschistischen Rechten sind, dass der Staat noch weniger tut gegen Neonazi-Gruppierungen, Neonazi-Gruppierungen einen Freifahrtschein gibt. Eine AfD-Regierung wird alles, was in ihrer Macht steht, tun, um linke Organisationen und Strukturen zu zerschlagen und zu schwächen. Alles wird unter einer AfD-Regierung schlimmer werden. Aber eine AfD-Regierung stellt eben keinen grundsätzlichen Bruch. Sie stellt mit Sicherheit keinen Gegenpol zur aktuellen Politlandschaft in Deutschland dar. Der Beweis dafür ist ja, dass sich in der CDU, teilweise auch der FDP, mittlerweile die Zeichen mehren, dass man eben problemlos bereit sein wird, eine Koalition mit der AfD zu bilden. Die deutsche Parteienlandschaft, die großen deutschen bürgerlichen Parteien sehen selbst keinen fundamentalen Gegensatz zur AfD und kommen problemlos mit ihr aus. Es wird eine AfD-Regierung geben und das wird zeigen, dass die deutsche Parteienlandschaft selbst die AfD nicht als etwas außerhalb von ihr Stehendes da betrachtet. Das heißt nicht, dass die Linke keinen Fokus auf den Kampf gegen die AfD richten soll. Es bedeutet aber, dass die AfD eben nichts außerhalb dieses Systems Stehendes ist. Es bedeutet, dass die CDU, dass die FDP mit ein bisschen Sicherheitsabstand, dann möglicherweise auch die SPD, selbst ein Teil dieses Problems sind. Dass sie selbst die AfD befördern, den Sattel heben werden, mit ihr problemlos auskommen werden. Es bedeutet, dass die politische Ordnung der Bundesrepublik, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung der BRD etwas ist, worin die AfD problemlos Platz hat, dass diese politische Ordnung selbst das Problem ist und nicht das Hinzukommen eines weiteren, noch reaktionäreren, menschenverachtenden Players innerhalb dieses Systems. Und das bedeutet, dass man politisch eben komplett auf dem Holzweg ist, wenn man wegen des Aufstiegs der AfD sich jetzt solidarisiert mit den bisherigen liberal-konservativen bürgerlichen Parteien. Wie bei den Massendemonstrationen gegen rechts in Deutschland in den letzten Tagen teilweise CDU, CSU, FDP-Abgeordneten dabei waren, natürlich die Gelegenheit nutzen, sich als die vernünftigere Alternative zum Rechtspopulismus der AfD zu präsentieren. Die CDU, die CSU, die FDP, die SPD und die Grünen sind genauso ein Teil des Problems. Sie sind ein Gesamtkomplex. Man kann nicht die AfD isoliert bekämpfen. Man muss das politische System, man muss den politischen Rahmen bekämpfen, innerhalb dessen die AfD überhaupt zu einem Massenphänomen werden konnte und dass sie integrierbar ist. 100%. Man muss diese gesamte Altpartei, oder nicht 100%, sagen wir, so, wenn das so allgemein formuliert, dann 100%. Ich muss mich hier jetzt noch davor, dass man mich hier als Kommunisten bezeichnet. Trotzdem gute Analyse, wie gesagt, ich kann es nicht häufig betonen. Ein kleiner kommunistischer Blogger fasst die Ähnlichkeit zwischen AfD und Altparteien, die uns die Medien nicht zeigen wollen, wunderbar zusammen. Mit der AfD würde wenig besser werden. Sie würde wahrscheinlich die Meloni machen. Also ihr glaubt nicht ernsthaft, dass eine schwarz-blaue Koalition aus der NATO austritt oder eine schwarz-blaue Koalition den amerikanischen Drohnenkrieg beendet, die Sanktionen gegen Syrien aufhebt, die Sanktionen gegen Russland aufhebt, um mal einige außenpolitische, finanzpolitische Dinge zu nennen. Ihr glaubt nicht ernsthaft, dass ein Röttgen als Außenminister weniger aggressiv wäre als eine Annalena Baerbock, selbst wenn er die AfD als Koalitionspartner hätte. Also, wie gesagt, meine Schlussfolgerung ist, wird BSW, Fabian Lehrs Schlussfolgerung, er ist Kommunist, es braucht wieder eine kommunistische Arbeiterbewegung. Halte ich jetzt weder für realistisch noch für sinnvoll, ist eine andere Debatte, aber die Analyse war auf jeden Fall gut.